Ach, Felix. Ach ja, unsere kleine Rosalina. Die ist so niedlich. Kann ich sie auch mal halten? Nein, kannst du nicht. Aber nach ihrer armen, armen Eltern. Ich hoffe, zum Glück ist sie noch so klein, dass sie es nicht so dolle mitkriegt. Das ist traurig, dass die Prinzessin von Brookhaven, dass ihre Eltern schon zur Geburt verloren hat. Ja, das war halt auch dämlich von denen so. Es war halt ein brutales U-Boot-Unglück. Wenn die halt bei so einem Kampf-U-Boot von der NASA, ne, von irgendwie Amerika oder so mitfahren, können wir ja nichts dafür, wenn die sowas nicht mieten. Naja, die wollten halt ihre Flitterwochen da verbringen. Ja, Kann man ich ja weiß. verstehen. Aber jetzt ist die kleine Rosalina Ach ganz ja, alleine auf der ganz, Welt. ganz, ganz, ganz Magdalena, allein. versprech mir was. Ja. Wir beide werden immer ganz dolle uns um Rosalina Ja, werden kümmern. wir. Wir müssen uns um die kleine Prinzessin von Brookhaven Natürlich. kümmern. Ich habe eine Frage, warum bin ich so einen kleinen Zentimeter größer als du eigentlich? Du bist ja auch älter und du hast große Schuhe an. Ach ja, stimmt. Ach ja. Rosalina weint. Du kannst doch mit der jetzt nicht am Computer. Die muss ins Bett. Ja, komm, wir tun sie ins Bettchen. Oh, Katzenvideos. Okay. Bring die mal ins Bett. Ich muss Katzenvideos angucken. Oh, Okay, wir geil. haben kein Kinderbett, Felix. Ist doch egal. La la Dann la. kommt sie in Geh unser mit ihr großes ins Bett. Bett. Felix, wo bist du? Wir gehen jetzt doch rumlaufen. Ich bin schon hier unten. Ich bin schon bereit auf euch Mädels. Okay, hast du deinen Taser dabei? Natürlich, ich hab Feini, immer. feini, feini, feini. Komm, kleine Rosalina. Wir gehen jetzt ein bisschen laufen. Ich will vorne sitzen. Nein, Rosalina, das darfst du Wir doch gehen noch doch nicht. spazieren, wir fahren gar Du nicht mit bist ja dem noch Auto, ganz Majestät. klein. Ich will aber Ja, mit dem Auto fahren. aber Nein, wir fahren kleine mal. Okay. Babys können nicht reden. La 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 Weißt du la. was, Magdalena? Nein. Wir sind ja praktisch wie eine süße kleine Familie. Ja. So, warte, stopp, 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 stopp. Magdalena, stopp. Ich muss jetzt Ja. aufpassen, du weißt. Security, wir müssen immer ganz doll auf Rosalina aufpassen. Okay, Okay, du darfst über die ich mach meine Straße. Hand. Meine Stopp. Handbewegung. Ich muss aufpassen. Ja, ihr dürft über die Straße. La 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 la. Jetzt mal ehrlich, der kranke kein Auto. Ja, Die nächsten trotzdem, 100. sicher ist Okay, sicher. okay, Du okay. weißt, wir müssen ganz doll auf unsere Rosalie. Ach, was wollen wir nur unternehmen? Wir können ja zum Spielplatz. Ja, komm. Oh, die Rosalina ist heute ganz lieb, die weint gar nicht. Ach, hätte ich mal meinen Mund gehalten. Ja, ehrlich, ich auch nicht. Rosalina, Rosalina, willst du jemanden schlagen? Willst du jemanden hauen? Willst du Felix hauen? Felix Ja. ist hier, bitteschön. Komm, aber erstmal liebst du ein bisschen beim Spielplatz sind. Okay, Felix, komm her. Du weißt, meine arme Okay. Rosalina, wir müssen aufpassen. So, Rosalina, geh mal kurz raus. Kommt das, Felix, zu lang. Bam, 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 Au, bam. feine Rosalina. Komm, Feine Rosalina. Rosalina, Rosalina, komm. Komm, feine. wir gehen jetzt hier aufs Ich will Spielfeld. weiter schlagen. Ich Rosalina, will herkommen. nicht laufen. Herkommen, oder du kriegst keine neuen Robux. Aber ich bekomme doch sowieso jeden Tag Robux. Das stimmt. Sie ist die Prinzessin. Dann kommt euch sogar vom Start Robux. Ist mir egal. Komm, Rosalina, komm. Komm, ich trage dich, Oh, Rosalina. Du willst danke. nicht Wollen laufen, wir wieder gell? nach Hause? Ja, die 3 Meter sind ja auch weit bis hier vorne hin. Ja, nee, deswegen. Sie soll sich nicht überanstrengen, du Das weißt. stimmt. Das ist immerhin unsere Prinzessin. Wo wollen wir uns denn hinsetzen? Komm, Rosalina, wollen wir mal hochklettern? Ich will nicht klettern, das ist zu anstrengend. Magst du schaukeln? Wenn du mich anschubst? Ja, Oh, natürlich. wie niedlich. Da soll ich mitschaukeln, Rosalina, neben dir. Also dich Komm. tue ich aber nicht Ich kann nicht drin jetzt. So, komm. Schub La mich la la an. la 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 la. Oh, weg. Fein machst du das, Rosalina. Feine Rosalina. Ich mach es Ganz mit. fein. Hui! Magdalena, pass auf, du bist zu schwer dafür. Du machst. Halt Magdalena, du mich an, machst. Felix! Nein, bist du wahnsinnig? Felix! Selber schuld, fliegst du. Felix! Mir doch egal. Ah, ich kratze das Baby an! Wehe, du kratzt es an. Ja! Rosalina, nicht so doll, du Felix! musst aufpassen. Felix! Ja, das macht so Spaß! Felix! Magdalena, hör sofort auf, Ich kann nicht stoppen! Rosalina, mach dir alles nach! Ich kann ja nicht aufhören! Halt mich doch einfach mal an! Na komm, Aber ich Rosalina. will Premium-Sessel! Ja. Uns gehört das ganze Kino Ich heute. kümmere mich drum. Ich will aber alles für mich. Ja, natürlich. Ich bekomme den ganzen Saal. Ja, Natürlich, machen bekommst wir du doch doch. immer so. Das ist doch normales Kino für dich. Warte, Magdalena, langsam. Ich muss erst wieder alles vorbereiten. Na kommt. Ja, ist denn heute ist wieder Felix langsam? Habe ich recht? Ja, Felix ist doch immer Ich langsam. weiß. Willst du ihn wieder hauen nachher? Ja. Gefeine Rosalina. Hallo? Ja. Wir sind da. Ja, Okay. Ihre Majestät Rosalina.
Magdalena, warte, ich habe noch nicht geguckt, ob da jemand drin ist. Nö, hier ist niemand. Na komm, Rosalina. Willst du auf deinen Luxus-Sessel? Ja! Okay. So. Alle hier raus. Genau, das Kino ist unser. Felix, Felix. Was? Kümmerst du dich um den Film? Gehst du in den Filmraum? Ja, natürlich. Mach das, soll ich das mal? Oder passt du hier auf Rosalina auf? Ja, ich passe lieber auf, ich habe besser. Okay, ich guck mal. Ja, hallo. Rosalina, was für einen Film willst du eigentlich heute gucken? Ich will Prinzessin Lillifee. Okay, ja, genau. Wir würden heute gerne Prinzessin Lillifee gucken. Oh ja, haben sie, okay, perfekt. Was ist das? Das ist doch kein Prinzessin Lillifee. Doch, doch. Hier, guck das da. Ist kein Prinzessin Lillifee. Rosalina, ich glaube, der Film ist jetzt zu Ende und es ist schon langsam wirklich spät. Wollen wir wieder nach Hause? Nein! Na komm, Rosalina. Majestät, komm. Komm, Majestät. Na komm, Rosalina. Komm, ich trag dich. Darf ich dich wieder schlagen? Wieso bin ich schon wieder? Komm rein, Rosalina. Rosalina! Ach, ich hasse euch manchmal. Du hast doch bestimmt Hunger, oder? Hey, komm schon! Ich wollte aber auch nicht mehr laufen. Hallo! Mach bitte den roten Teppich! Ja, roter Teppich. Felix, leg dich auf den Boden und lauf einfach mit uns, okay? Du bist jetzt der rote Teppich, wir haben gerade keinen dabei. Das mache ich jetzt nicht, das tut mir immer so weh. Oh. Weil du trampelst mit Absicht über mich drüber, das mag ich nicht. Ja, natürlich doch, lauf hier mehrmals drüber. Soll ich dir hier was zu essen holen, Rosalina? Pizza? Hamburger. Wir haben aber leider heute keine Hamburger, Rosalina. Dann besorgt die welche. Okay, Felix, kümmerst du dich um Hamburger? Ich kümmere mich drum. Fahrt ihr schon mal? Felix, wo ist denn die Limousine? Ich will aber erstmal Felix schlagen. Okay, komm her. Aber wo ist denn, Felix, wo ist die Limousine? Die habt ihr zu Hause gelassen. Hat doch gesagt, wir müssen damit fahren. Okay, Entschuldigung, Rosalina. Felix, wo ist denn jetzt wieder Rosalina hin? Die ist bestimmt wie immer in ihrem Zimmer. Ich mach das Essen. Ah, die wird doch... Okay, ich versuch's mal. Die ist mir wirklich zu viel langsam am Handy. Das ist nicht gesund. Nein, das ist es wirklich Rosalina. Nicht. Rosalina. Ja, ja, meine Eltern. Hallo, Rosalina. Ja, Rosa, die sind alle so kacke hier. Oh, geh doch weg. Ich aber mach Rosalina, grad telefonieren. Das ist gleich fertig. Was interessiert mich nicht. Bring's hoch. Es gibt seine Lieblingsbohnen. Der bringt's hoch halt. Es gibt seine... Lieblingsbohnen. Ich bin doch nicht so wie die Prinzessin auf den auf der Erbse. Hä, sitzt du gerne auf Erbsen oder was? Okay. Ich bin nicht so, aber bringt einfach her. Okay. Oh. Felix. Ja. Rosalina will. Ich will wieder nur, dass wir das Essen hochbringen. Ja, was ist denn zurzeit los mit ihr? Ich glaube, das ist die Pubertät, glaube ich. Ja. Dr. Schinkenstein sagt ja auch immer, das ist nur die Pubertät. Das gibt sich auch wieder. Ach, Felix, wie machen wir das nur? Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter. Und ich habe immer noch den Kinderwagen. Mach den mal weg. Aber sie benutzt ihn nicht mehr. Magdalena, wir müssen jetzt uns mal was zusammensetzen. Ich habe eine super Idee. Unsere süße, tolle Rosalina-Prinzessin ist doch schon 17. Und in einer Woche wird sie 18. Oh mein Gott, wollen wir eine große, tolle Party für sie vorbereiten? Ich meine, also, als Prinzessin. Also, dann müssten wir aber eigentlich das ganze Land mal mieten für einen Tag. Das gehört uns sowieso schon. Also zumindest Rosalina. Ja, aber du weißt, wie es meiner. Ja, ich habe unsere kleine Prinzessin so lieb. Das machen wir. Ich auch. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und du, Magdalena? Ja, okay. Oh. Und 1, 2, 3, komm, wir gehen zu ihr. Und dann überraschen wir sie. Ja, psst. Sie ist 18. Oh Gott, das Mädchen ist 18. Ja. Sie darf jetzt offiziell Alkohol trinken, was sie eh schon seitdem sie 10 ist. Aber das spielt ja keine Rolle. Magdalena. Rosalina, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Oh, ihr seid so peinlich, echt. Ich nehme den Kuchen und den Burger und dann geht. Rosalina. Interessiert mich nicht. Gib mir jetzt das Essen. Wir lieben dich. Ja, 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 genau. Ja. Endlich bin ich weg hier. Was? Hier, der Kuchen nur für dich, den habe ich selber gebacken. Danke. Nicht danke. Okay, ciao. Hier, wo gehst du hin? Rosalina, wo gehst du hin? Oh, den Burger will ich bitte auch noch. Ja, Rosalina, pass bitte auf. Es regnet. Es kann wirklich anders. Ich habe keinen Burger bekommen. Felix, du bist ein bisschen dämlich. Das regnet gar nicht. Ich dachte, ich hatte Angst um meine Rosalina. Ich kann verstehen, ich auch. Ach, echt, ihr seid so peinlich. Rosalina, dürfen wir rein? Warte. Nein! Rosalina, ich muss hinter ihn sauber machen. Rosalina. Ja, mach mal wieder sauber. Die hat das Bad benutzt. Rosalina, Rosalina, wo sind sie? Rosalina! Wo ist sie? Hier vorne. Rosalina, ich mache erstmal bei Ihnen alles sauber.
Ja, mach erstmal das ganze Haus sauber, was du nie gemacht hast. Irgendwo hinfahren? Möchtest du irgendwo hin zu deinen Freunden? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, okay, zu meinen Freundinnen und Party, weil die feiern heute eine Party. Okay, Majestät, ich tue sofort die Limousine, bitte. Also, bitte roten Teppich rausfahren. Ja, warten Sie hier. Gehen Sie einfach auf Handys drauf. Rosalina, wollen Sie denn wieder in Club Braukäfen heute gehen mit Ihrem Freund? Ja, will ich. Okay. Okay, setzen Sie sich bitte rein, ich fahre Sie. Warten Sie, ich muss mich hinten setzen. Ja, natürlich, ich muss doch auch die liebe Rosalina auch, weil sie ist doch jetzt 18 geworden. Ja, ist das nicht toll? Oh, ist das? Ihr seid so peinlich, echt. Wie sind wir denn peinlich? Wir sind toll, wir lieben dich einfach so sehr. Ja. Prinzessin, warten Sie auf mich, ich bin da. Hallo, Prinzessin. Ja, sie wartet jetzt hier, ihr könnt bitte 300 Stunden warten. Ihr Bauhaven ist halt leider geschlossen. Mir egal. Soll ich mich drum kümmern, dass der geöffnet wird? Ja, mach das. Felix. Hallo Bürgermeister. Ja, genau. Ja, okay. Ja, wir sind wieder da. Sie möchte heute feiern. Sie hat ja 18. Okay, Club ist offen. Okay. Super. Ja, willst du mit uns feiern? Nicht mit euch. Ihr seid zu altmodisch. Ich passe aber unten. Ich halte Wache. Nicht, dass irgendeiner kommt. Falls das ist, du weißt, meine Nummer ist Putzfrau. Holt mir bitte meine Freunde. Ja, wir lassen dich schon in Ruhe, aber dir kann nichts passieren. Und die Bar bitte. Und jemand, der die Bar hier mal. Das macht Magdalena. Hallo, was? Willkommen in der Party. Was wollen Sie trinken? Ich wille bitte ein Bier. Rosalina, pass bitte auf. Du wirst gleich immer so schnell besoffen. Wir haben kein Bier. Dann nehme ich einen Wein. Ich glaube, wir haben auch keinen Wein. Ich kann Ihnen eine Coca-Cola. Ich kann Ihnen eine Coca-Cola anbieten. Das ist viel zu kacke, echt. Mit extra viel Zucker. Oh, okay, dann nehme ich das. Ich wusste es doch. Ich kenne doch meine süße kleine. Ich bin nicht süß und bin nicht deine kleine. Okay, dann meine putzige große. Oh, echt. Oh. Ich liebe sie einfach nur so dolle. Wir haben uns heute hier getroffen, Herr Prinz, Sie müssen bitte hier nach vorne kommen. Sie müssen sich hier draufstellen. Ich bin so aufgeregt. Wir haben uns, Rosalina, Sie müssen erstmal raus, Rosalina. Wir haben uns heute hier getroffen, alle gemeinsam, weil wir heute die liebe Rosalina und Prinz Darm vereinen wollten. Prinz Darm, wollen Sie, Rosalina, Sie müssen jetzt kommen. Rosalina? Oh mein Gott, wo ist sie? Ich bin so aufgeregt. Kommen Sie, Prinz Darm. Rosalina. Mach mal bitte dein Handy weg, Rosalina. Das ist gemein. Wir wollen heiraten. Ich bin so verliebt. Aber die Sachen kommen nicht, die wir brauchen. Prinz da, wollen Sie Rosalina zu Ihrer Ehefrau nehmen, bis euch der Tod scheidet? Und auch noch danach? Natürlich will ich. Ich liebe sie so sehr. Und Prinz Rosalina, wollen Sie genau das Gleiche machen und Ihr Vermögen teilen mit diesem Prinz da? Ja, ich will. Echt? Okay. Dann seid ihr jetzt offiziell verheiratet. Komm, lass mich das. Juhu! Juhu! Ich mache erstmal alles sauber. Ich bin so glücklich, Rosalina. Ding. Ja, ich auch. Komm, wir ziehen jetzt zu dir ins Haus. Ja, und die putzen wieder für uns. Ja, dafür haben wir sie ja. Ach, das ist so toll. Ich bin so glücklich. Achtung, die schlägt dich. Das passiert. Es ist meine Rosalina! Hallo, Schatzi, Rosalina. Komm, lass uns jetzt nach Hause gehen. Putzen, ja. Putzen. Und da geht meine Rosalina. Ach ja, ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen hier nochmal Rasen mähen, weil es ist schon echt dolle wieder. Ah, es ist schon wirklich widerlich ein bisschen. Ah, wir müssen aber auf die andere Seite gehen. Warum wir eigentlich nur so wenig Gras haben, frage ich mich dafür, dass wir so eine riesige Villa haben. Oh Mann, meine Sehfähigkeit lässt auch wirklich nach. Ich sehe kaum was. Ich weiß nicht mal mehr, ob das wirklich ein Rasenmäher ist. Und ach, ich bin auch wirklich schon alt. Das wird langsam wirklich schlimm. Ah, la, 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 la. La, la. Nein! Nein, ich habe Rosalina überfahren. Scheiße, was mache ich jetzt? Okay, wir müssen das wegwerfen. Oh Gott, ich hoffe, uns sieht niemand. Alles okay, Rosalina. Gleich wird es zu Ende sein. Oh, was machst du mit mir? Tschüssi! Puh, das war ein anstrengender Tag. Ich glaube. Ja. Wo ist denn eigentlich Felix? Felix! Wollen wir ein Champagner trinken? Rosalina ist nicht mehr heute zu Hause.
Ach ja. Ach, und das war's mit der lieben Rosalina. War lustig.